Rechtzeitig zu Schulbeginn beraten Fit for Life Trainerinnen in Schwechat unter dem Schwerpunkt gestärkt durch den Schulalltag über Bachblüten, Entspannungstechniken und die gesunde Schuljause. Wir für dich, Fit for Life, ist ein Netzwerk aus verschiedensten Bereichen zum Thema Gesundheit. Wir sind Trainerinnen, die sich einfach zusammengeschlossen haben, um ganzheitliche Themen für unsere Kundinnen einfach anbieten zu können. Heute ist unser Thema gestärkt durch den Schulalltag und wir möchten einfach den Eltern Feedback geben, wie könnt ihr gemeinsam eure Kinder im Alltag einfach besser unterstützen, was gibt es da für Möglichkeiten, damit es einfach ein bisschen relaxter abläuft. Da gibt es viele Möglichkeiten, ob das jetzt da mit Unterstützung ist von Bachblüten, ob das Unterstützung mit Ernährung ist oder eben in meinem Bereich mit Kindermentaltraining ist. Wichtig ist einfach, wirklich zur Ruhe zu kommen und vor allem die Eltern müssen einen Weg für sich finden, dass sie Entspannung finden, weil man das einfach auf die Kinder übertragt, ganz einfach. Und da gibt es einige Tipps und Tricks dazu, ja. Ich arbeite sehr viel mit Müttern und Kindern. Also meistens sind es die Mütter, die kommen, hin und wieder auch die Väter. Und ja, wir schauen ganz einfach, was kann man tun, damit man wirklich sich leichter tut beim Lernen. Das ist vorrangig jetzt um das Thema. Auch der Umstieg in den Schulbeginn, also von Ferien zum Schulanfang oder wenn es in eine neue Schule geht. Das ist auch immer was, wo man dann doch ein bisschen durcheinander kommt, weil sich viel im Alltag verändert. Ja, und da schauen wir uns ganz einfach an, was kann man machen, um das wirklich entspannt anzugehen, um das irgendwie ja, gut zu meistern. Ich bin auch, wenn ich eingeladen werde, in der Volksschule in Manswörth. Mit den größeren Klassen, mit den dritten, vierten Klassen, gibt es da immer eine Projektarbeit, wo wir lernen mit allen Sinnen. Das heißt, da schauen wir wirklich, dass wir Übungen einbauen, die aus der Kinesiologie kommen, um die Gehirnhälften zusammenzuschalten, um da einfach zu schauen, dass wirklich das Gehirn angeregt wird und mitarbeitet. Dann wird das alles einfacher und macht auch meistens mehr Spaß. Man kann dann natürlich auch Düfte zu Hilfe nehmen, zur Beruhigung oder auch, um sich ein bisschen zu pushen, wenn man ja, wenn die Motivation fehlt. Ja, auch irgendwie etwas zum Hören, wenn man zum Beispiel die Ohren durchmassiert und die warm werden, dann funktioniert da auch einmal alles schon besser. Ja, und da gibt es viele kleine Tricks und Übungen, die man machen kann für zwischendurch, die auch einfach auflockern und den Kindern meistens Spaß machen. Und das Ergebnis lässt sich dann auch sehen. Was sind die nächsten Themen, die ihr angehen werdet? Was sind die nächsten Termine? Unser nächster Netzwerkabend wird der 11. Oktober sein, sprich alle vier Wochen an einem Donnerstag. Wir werden da alles zum Thema, alles was den Leuten zum Thema Herbst einfach einfällt, werden wir hier besprechen. Und ein großes Thema wird der 17. November sein. Da werden wir hier im Kaffeehaus Lodge eine Art Weihnachtszusammenkunft machen, wo natürlich auch der Punsch nicht fehlen wird und wo es auch zum Thema Weihnachten einiges käuflich zu erwerben geben wird, von Schnaps bis Honig, also alles wird dabei sein und natürlich unsere Trainerinnen vom Gesundheitsnetzwerk werden wieder da sein.